Hallo liebe Schildkrötenfreunde, heute kommen wir mal zu einem anderen Thema und zwar zum Thema Kalkversorgung und Entwurmung. Zur Kalkversorgung nutze ich hier Sepiaschalen. In der Natur fressen die Schildkröten Schneckenhäuser und leben natürlich in einem kalkreichen Gebiet, wo die Pflanzen schon viel Kalk enthalten. Aber zusätzlich dazu gibt es hier bei mir Sepiaschalen. Die werden zur freien Verfügung ausgelegt, so wie sie sind. Ich kaufe sie kiloweise. Denn einzeln im Zuhandel ist es ein bisschen teuer. Das muss ja nicht sein. Das ist ja eigentlich auch dann für die Vögel gedacht, die nur eine so eine Schale brauchen. Aber hier muss ich ja, naja, im Jahr so einen Eimer verfüttern. Und wie gesagt, frisch werden sie natürlich am liebsten gefressen. Für kleine Schildkröten kann man die hintere harte Seite abblättern, aber für die großen Schildkröten werden die so reingelegt, wie sie sind. Die Sepiaschalen werden auch einfach so abgenagt und auch da dabei wird der Schnabel gut abgenutzt und geschärft. Ich frage mich immer, was wäre in der Natur, und das betrifft alle möglichen Varianten, ob das nun Baden ist oder so weiter, was man früher ja gemacht hat. In der Natur macht das auch niemand. Und da bekommen die Schildkröten auch keine Hilfe. Also so natürlich wie möglich halten und so wenig wie möglich händeln die Tiere, also hochheben oder rumschleppen, und dann leben sie glücklich und zufrieden. So, jetzt kommen wir zum Thema Entwurmung. Also ich kann nicht verstehen, wie manche Schildkrötenhalter jedes Jahr in ihren Tieren Chemie in den Körper pumpen, um sie zu entwurmen. Erstens haben Schildkröten immer Würmer, das ist ganz normal. Und zweitens sind naturnah gehaltene Schildkröten so im Gleichgewicht, die brauchen keine Entwurmung. Nur wenn sie wirklich ein Krankheitsbild haben, also nichts mehr fressen, abnehmen oder sonst welche Beschwerden haben und die Würmer überhand nehmen. Bei mir gibt es ein ganz natürliches Mittel und das sind Möhren, und die werden auch einfach so in das Gehege geworfen. Erstens wird der Schnabel trainiert und zweitens die Würmer, falls vorhanden, bekämpft. Also ich habe in meinen 40 Jahren Schildkrötenhaltung noch nie Schildkröten entwurmt. Habe auch noch nie Probleme gehabt. Nur bei zugekauften Schildkröten habe ich einmal entwurmen müssen. Aber da kamen die Würmer schon aus der Kloake heraus, was ein Zeichen ist, dass die Schildkröten schlecht gehalten wurden. So, hier seht ihr schön, wie die Schildkröten die Möhren inhalieren. Braucht ihr keine Angst haben, die könnt ihr selber abbeißen. Viele Schildkröten sieht man mit dem sogenannten Papageienschnabel. Das heißt, der Schnabel wird nicht ordnungsgemäß abgenutzt. So viel zum Thema Entwurmung. Es gibt auch eine Paste, habe ich im Internet gelesen. Könnt ihr euch mal versuchen zu suchen. Aber ich schwöre hier einfach auf Möhren. Man sollte immer bedenken, dass so eine Entwurmung quasi wie eine Chemotherapie ist und sich die Wirkstoffe lange im Körper halten können. Und wer seine Schildkröte vor dem Winterschlaf entwurmt, da kann natürlich mehr Schaden anrichten wie Nutzen. Und für kleine Schildkröten gibt es einen Trick, die können natürlich noch nicht abbeißen. Da wird einfach mal drauf getreten. So, nun ist es ein Brei und die Schildkröten können abbeißen.